So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir müssen extra laut reden, damit der Turin wach wird, ne? Der liegt nämlich immer noch da in der Ecke. Da ist der Flatti wieder, der lebt noch. Ja. Er hat ja draußen in der Wiese geschlafen, dann war es nass, dann war es kalt. Der war ziemlich früh wach, weil er nicht mehr schlafen konnte. Es war ziemlich laut, da hinten hat es geplätschert, es war ziemlich laut. Der hat geschnarcht wie sonst was. Der hat es bis da draußen gehört, weil wir warten im Prinzip auf das schwarze Teil da drüben. Dein Handy hast du geladen? Ja, habe ich. Super, das klappt alles wie am Schnürchen. Oh, oh, oh. Hat sich was bewegt. Guck mal. Nee. Guten Morgen. Du Arsch. So, ich laufe jetzt mit Flatti erstmal fix nochmal zu mir. Kurz Geschäfte erledigen. Gleichzeitig auch die Katze füttern. Also nicht gleichzeitig, aber danach das eine Bier noch austrinken. Der Turin macht wahrscheinlich so lange Kaffee. Ich trinke ja eh keinen Kaffee. Trinkt ihr Kaffee? Mir gibt's ein Bier morgen. So, jetzt erstmal zu einer Turin laufen, ohne Flatti, weil der Flatti jetzt zu Hause bleiben wollte. Der will sich mal ordentlich frisch machen, ja. Oha, ein wildes Pokémon. Nee, das ist hier so Kratzwolle, ne, was ist, wie heißt das? Das ist ein Aluschwamm, das ist ein, hey, was? Das ist ein Stück von seinem Bart und deswegen sieht das so aus. Wenn ihr wisst, wie es heißt, schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt mit Natururin zu Flatti laufen. Das ist irgendwie so die Fortsetzung. Vorhin hat man zu Natururin laufen ohne Flatti und jetzt haben wir mit Natururin zu Flatti laufen. Außerdem haben wir gerade wieder den netten Mann gesehen, den wir gestern im Wald getroffen haben. Dem ist auch aufgefallen, dass wir nur noch zu zweit sind. Aber hat sich gewundert, wieso wir schon zurück sind, weil wir ja nach Schleusingen wollten. Das ist uns jetzt ein bisschen peinlich. Guck mal, Fahrrad gefunden, mit Nummernschild dran. Walter, wenn ihr auch hinter Gittern kennt, schreibt es mal in die Kommentare, aber ja, vielleicht ist modern. Modern, jetzt brauchen schon die Fahrräder Nummernschilder, ne? Was haben wir jetzt hier hingekommen? So, eigentlich war ja der Plan gewesen, weil ich am ersten Tag vom Abo drei Döner mitgebracht hatte und am zweiten Tag wir extra bei McDonald's Döner gegessen haben. Und die gesagt haben, sehr cool, da könnt ihr das alles mal vergleichen, welcher Döner am besten schmeckt. Wollte ich heute eigentlich hier zum Dill-Dönermann in der Wand. Aber Tür ist zu, ne? Wer den kennt, der weiß, beste Döner, sagt jeder. Aber jetzt können die das gar nicht probieren, das ist sehr traurig. Und weil wir das nicht probieren können, habe ich mir natürlich jetzt hier ein Bierchen und noch einen Cheeseburger. Ich habe gestern ja zwei Zweierpacks gekauft. Einen habe ich gestern gegessen. Zum Abendbrot gab es dann Döner. Ich hatte noch drei übrig. Einen hat jetzt Natururin gegessen, einen hat Flatti gegessen. Und den anderen ist auch Flatti. Nee, du kannst das haben hier. Lieber nicht. Hey, das ist ein Beweis meiner Liebe, ja, und Zuneigung. So, wir waren jetzt also einkaufen im Rewe. Natururin ist noch drin am Bäckerstand. Der will sich jetzt noch ein Brötchen mitnehmen, belegt. Das ist eigentlich sehr schlau, weil wer weiß, wie spät es wird, bis wir heute Abend zum Grillen kommen. Und solange nichts essen, ist ein Unding für mich. Ich esse ja eigentlich 24 Stunden. Ich möchte euch jetzt aber mal zeigen, was wir eingekauft haben. Herr Flatti hat nämlich wieder die Sachen bewacht. Der hat sich einfach zwei Cola gegönnt, die sollte man ihm mitbringen. Und damit er auch was beim Grillen hat, gibt es ein Knoblauchbaguette für ihn. Der lebt auf guten Fuße, ne? Ich habe ihm wieder eine Chilma Hanf-Cola mitgebracht. Mir aber diesmal auch eine eigene. Der Turin hat sich einen kleinen Kartoffelsalat eingepackt. Brötchen habe ich zwei Stück. Wir haben hier Wickkühlerbier, auch für Natururin. Der kauft immer drei Träger. Das Problem ist, hier fehlt eine Flasche und dann war das Wickkühler auch komplett leer. Sie hatten auch keins mehr. Deswegen musste ich mir jetzt Holsten mitnehmen. Aber es sieht ja fast so ähnlich aus. Dann haben wir noch Pappteller dabei. Wir haben hier einen Einweggrill. Wir hatten erst einen anderen von hier draußen, aber der hat 8 Euro gekostet. Der dürfte bei 2,50 oder so liegen. Nochmal zwei Kräuterbaguette dazu. Hier das heftige Alter, da ist ja ein halbes Brot drin. Sind das zwei Brötchen? Hier haben wir jetzt noch Schweinenackensteaks, auch in Kräutermarinade. Und zweimal diese Thüringer Grillspieße. Das müssen wir jetzt abends alles essen und aufmachen und vertilgen. Und dann, ja, würde ich sagen,
filmt Naturi noch seinen Einkauf. Und danach Wanderungsstart kommt. Seht ihr das? Okay. Eben Weltpremiere, dass der Natururin das erste Mal Chilma die Hanfcola probiert hat für 1,29 Euro. Ja, Fladdy, da ist gleich die, sind die Haare weggeflogen. Was? So ein Preis bei uns, 69 Cent eine Cola. Aber das ist ja die gute. Die gute Chilma, die Hanf. Ah, chill mal, Junge! Das ist ja die gute Chilma Hanfcola, deswegen sieht das gut aus. So, da will ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Ne? Wegen sind gepackt. Der ist schon wieder betrunken. Hier haben wir Rohr, mein hartes Rohr, wer kennt es. Da ist alles drin, was wichtig ist. Schön gekühlt. Hier der Müllsack, habt ihr alles. Und ich muss bei mir schon wieder einiges umbauen, aber das sollte jetzt hier einigermaßen fest sein. Das fällt irgendwann ab. Aber wir haben den Grill verstaut. Guckt mal, der ist jetzt einfach hier reingespannt. Der entzündet sich gleich selber, wenn es noch wärmer wird. Das ist bestimmt lustig. Natururin freut sich gerade über die Fische im Wasser, unter der Brücke. Und der freut sich nicht. Warum sollte ich? Der hat ein Gesicht und das ist immer gleich. Ein Mensch ohne Emotion. So, die Jungs haben beschlossen, sich jetzt ein bisschen auszuziehen. Guckt euch das an. Der eine ist schon nackig und der andere tanzt schon wieder wie so eine schwangere Bauchtänzerin. Ja. Ich keine doch Ahnung. Gib dazu, dass ihr meinen Körper mögt. Ja, auch so ein. Mögt ihr das? So viel Fett dran und so. Ja, auch cool. Ich wollte den gar nicht, aber hab den auch bekommen. So, da vorne haben wir sowas ähnliches wie die Vera. Ne? Wenn man da jetzt hinlaufen würde, würde man die vielleicht sogar sehen. Und hier ist er ein kleiner. Ich muss es leider nutzen, ein verschmierter Kanal, der hier vorführt, über den Steinhaufen hinweg. Guckt mal, wie genial das ist. Ich glaube, da werden wir heute übernachten. Das sieht einfach herrlich aus. Wenn er der Turin da schnarcht, ich glaube, da fallen uns die Ohren, aber das röhrt nämlich richtig. Aber guckt euch dieses schleimige Grüne. Ich glaube, wenn ihr das esst, dann werdet ihr auch zum Ninja Turtle. Oh, Schleim. Den kann man auch so hochnehmen. Okay. So, der Untergrund hat gewechselt. Wir sind die ganze Zeit nämlich hier vorne auf diesem hässlichen Kies gelaufen. Und jetzt plötzlich ist die Straße komplett weg. Alles ausgetrocknet. Der tankt schon wieder nach. Der ist immer noch nackt. Und auch hier seht ihr das. Werra Zufluss, da diese Einbuchtungen. Alles ausgetrocknet, alles heftig. Und dahinter laufen wir jetzt Richtung Wald. Ey, das ist so stark. Ihr könnt sogar das Bier jetzt einfach hier auf den Wagen stellen. Einfach hier, zack. Eins links, eins rechts. Dann weiterfahren und dann liegt alles unten. Und guckt euch mal das an. Das sieht irgendwie alles neu aus. Das kenne ich gar nicht. Da hinten war wohl mal ein dicker, fetter Baum, der jetzt irgendwie weg ist. Und Natururin hängt da unten rum. Und keine Ahnung, ich bin hier ewig schon nicht lang gelaufen. Normalerweise kenne ich das Gebiet, aber das habe ich noch nie gesehen, dass das hier alles so schön gemütlich ist. Das sieht auf jeden Fall sehr erfrischend aus, wenn ihr euch hier hinstellt. Hier könnt ihr auch hinsetzen, wenn ihr der König seid. Der macht jetzt wieder komische Faxen. Lasst die Fische in Ruhe. Weil wir irgendwie gerade einen Zug genommen haben, das zur Hälfte leer war, und jetzt beim zweiten Zug, das auch leer war, haben wir das leere Holz dann hier schön in unsere Mülltüte. Und das ist wichtig, nicht den Müll überall hinschmeißen. Ja? Einfach mal Müll mitnehmen. Umwelt und so. Jetzt das zweite Holsten. Ist nämlich noch recht kühl, muss ich sagen. Es sieht immer noch so aus wie damals. Nur, dass da jetzt ein Natururin rumrennt. Ihr habt ja auf jeden Fall schön den Waldweg. Könnt hier langlaufen. Sind da hinten gerade frisch reingekommen. Da hinten ist ein Weg, der geht links hoch. Der geht dann hin und her und hin und her, bis ihr oben beim Stirnberg seid. Wir wollen ja aber mal vorlaufen zur Finkmühle. Wollen uns das mal angucken. Und auch hier, wenn ihr hier runterfallt, keine Sorge. Ihr könnt euch abkühlen. Das ist nämlich das, was zählt, wenn man irgendwo runterstürzt. Dass man dann kühl gelagert wird. Und er trinkt. Prost. So, ich möchte euch mal kurz ein Stück von der Finkmühle zeigen. Hier ist nämlich eine Brücke zum Beispiel. Vorne war eigentlich immer eine Brücke, wo man drüber laufen konnte. Dann konnte man hier weiterlaufen über diese Brücke. Rein in den Wald, wo wir gerade hergekommen sind. Hier ist auch noch Plörre. Auf beiden Seiten natürlich. Hier hinten sind auch noch Keller. Wenn man hier hinterläuft, sind dann ein paar alte Kellergeschosse. Zug ist auch gleich da.
Also da genau geradeaus ist eine Kellertür. Da ist gerade die Südthüringenbahn lang gefahren. Das heißt, das Bahngleis ist genau über uns, ein kleines Stück, wo man eigentlich auch, wenn man zum Stirnberg möchte, mal drüber wandern müsste. Aber Bahnübergleisung, Bahnüberschreitung ist ja irgendwie verboten. Hier ist eigentlich das Haus vom Pfannschmidt. Da ist der Schuppen vom Pfannschmidt. Dann ist gekauft. Eigentlich theoretisch kann man hier wohnen, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als wäre es bewohnt. Ist auch nicht gemacht mittlerweile, wie es aussieht. Ja. Scheiben eingeworfen, Scheiben eingetreten, Tür kaputt, alles. Sieht ein bisschen ramponiert aus, aber ist wie gesagt schon 10.000 Jahre her, dass wir hier waren. Hier ist auch der alte Brunnen, wo ein Schlauch dranhängt. Da seht ihr auf jeden Fall irgendwelche perversen Sachen und Schleim. Schleim ist immer gut. Hier fließt das Wasser ab. Schlauch, Schlauch ABC. Wo geht der Schlauch hin? Der Schlauch kommt an und geht da rein. Müssen wir den Schlauch anheben. Guck mal! Schlauchwasser! Nicht mehr. Verstehe ich nicht. Es gibt Dinge auf der Welt, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel das da. Da ist so ein Ding. Das geht da hoch an das Brett. Wenn das jetzt nicht da wäre, würde das Brett runterfallen. Und dann? Warum muss das Brett da sein? Ist das jetzt wichtig? Was ist das denn? Okay. Das ist hier. Das geht von hier da hoch. Warum? Vor allem. Es ist 10 Meter von der Tür weg, also es ist ja nicht mal, dass es die Tür stürzt und wenn, dann würde das ja irgendwie nur verhindern, dass jemand rauskommt, weil man sie hier einfach wegtun könnte und könnte rein. Also ist für mich keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. So, voll weg. Was mich am meisten stört, ist beim Brunnen, dass hier immer das Wasser rausgeplätschert ist. Und jetzt wird das hier weitergeleitet über diesen Schlauch. Der geht dann hier rüber, der geht dann dahinter, dann macht er eine Biegung und dann kommt er wieder da lang. Und jetzt habe ich ihn irgendwie verloren, denn eigentlich muss er dorthin. Dann geht er da hinten lang, bis er da ankommt. Das heißt, das Wasser wird von hier in den Brunnen geleitet. Versteht ihr? Der wird von hier in den Brunnen geleitet. Und auch wenn das jetzt höchst kriminell und illegal ist, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Wasser zu befreien, einfach mal das hier kurz so wegzumachen, sodass der Brunnen wieder ein Brunnen sein kann. Ein Herz für Brunnen. Brunnen in Gefangenschaft, Teil 2. Ramse setzt sich ein für alle Brunnen dieser Welt. Es ist gerade schön angenehm hier. Es ist voll schön, kleiner Durchzug, nicht zu warm, nicht zu kalt. Blumenbeet zum Sitzen, also. Gestern total Absturz, heute richtig chillig. Und ihm geht's doch trotzdem gut, er braucht das ja gar nicht wie gestern. So Wald und Wiesen. Wald und Wiese reicht doch vollkommen. So, mir kam gerade eine richtig gute Idee. Ich habe zwar den Schlauch da hinten abgezogen, das andere Ende aber drinnen gelassen. Jetzt wusste ich nicht, dass das dazu führt, dass das Ende, was im Brunnen ist, das Wasser aufsaugt und einfach aus dem Brunnen lässt, damit es aus dem Ende, was ich abgezogen habe, entfleucht. Das heißt, der Brunnen ist fast leer. Aber, weil ich den Schlauch jetzt raus habe, wird er sich ja vielleicht wieder füllen. Und ich habe jetzt als Wiedergutmachung sogar hier mal einfach einen Pokestop eingereicht. Alter Mühlenbrunnen, hab den jetzt hier fotografiert, schön prächtig, dick und fett in Szene gesetzt. Hab den natürlich hier hingepackt, direkt an die Finkmühle. Ist halt so, ist halt jetzt hier noch intakter Brunnen an der verlassenen Finkmühle, weil der Brunnen geht ja noch. Es ist ein Brunnen. Da ist es verlassen. Das ist jetzt hier nicht, dass sich da jemand belästigt fühlt. Vorhin, als wir haben jetzt eben da gesessen, da kam hier sogar ein Fahrradfahrer vorbei mit einem alten Oma-Fahrrad und ist hier rübergefahren und ist dann da hinten weiter. Bäm, also ist auf jeden Fall ein POI, meiner Meinung nach. Ich reich's mal ein. So, schon aber das nächste Problem, ne? Ich wollte ja auf die Insel. Die Insel ist genau da drüben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, zwischen uns ist die Werra. Wir haben dann ein Problem. Entweder müssen wir einen Übergang finden, wie wir da rüberkommen.
auf die andere Seite, dass wir auf die Insel können, oder wir müssen außen rum. Ihr seht, es ist übelst easy. Man geht einfach durch die Brennnesseln, durch den Matsch, durch den Treibsand, durch die Autoreifen, durch die Glasscherben, durch die toten Tierkadaver, dann durch das knietiefe, halstiefe, brusttiefe, vegane Wasser. Und dann ist man schon drüben an der Insel. Aber Fladdy sagt nein, denn Fladdy hat heute Bock zu wandern. Deswegen werden wir jetzt einmal hier außen rum gehen. Das heißt, wir müssen jetzt bis darüber zum Sportlerheim laufen, dann hochlaufen zur Brauerei, durchs Oberdorf laufen, durchs Unterdorf laufen, den Mühlweg hinterlaufen, dann kommen wir dort ungefähr wieder raus und laufen dann die 2 Meter hier rüber und sind bei der Insel. Also aus 5 Minuten wären circa 2 Stunden. Nice. Das ist genial. Da sieht man, wo der Wanderer sein Herz hat, ne? Am rechten Fleck. Also. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ach, Müller heißt du, Fladdy Müller, jetzt wissen wir's. Ja, ich bin der mit der Müllermilch. So, jetzt sind wir endlich angekommen hier, ne? Auf der anderen Seite vom Ufer, wie man sieht, denn hier ist ja der Fluss durch. Wir standen ganz da drüben. Wir sind jetzt hier, wir wollen da hinten runter auf die Insel. Wir sind jetzt einmal ganz außen rum. 100 Kilometer. Nee, Spaß. Wir sind einfach da runtergegangen und sind jetzt hier durchs Wasser. Ja, anstatt dass ihr es einfacher für mich habt. Nein, nein, ihr wollt natürlich den Fladdy quälen. Wir wollten es erfrischender haben. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier drüben und wenn ihr wissen wollt, wie wir das überquert haben mit dem ganzen Zeug, Natururin musste extra seinen Sack auseinanderlegen. Das ist ein Heiligtum, das macht er sonst nie. Jetzt musste er das machen und wenn ihr wissen wollt, wie wir das gemacht haben, checkt die Videos von Natururin ab. Da gibt es das Making-of vom Werra-Überquerungsweg. Vor allem, was voll tragisch ist, Fladdy kam an mit nur einer, mit nur einem Brillenträger. Der hat die Brille gehabt, da war nix, da war ein Träger. Und guckt euch an, was jetzt los ist. Die Brille ist einfach nur ein Scherzartikel, jetzt hat sie gar keinen Bügel mehr. Er hat eben noch gefragt, hast du eine Tasche? Kannst du die vielleicht kurz mal? Und ich so, okay. Und dann hatte ich plötzlich 2 Teile in der Hand. Ramses, was machst du denn? Aber wir versuchen das wieder zu reparieren, vielleicht das festzukleben. Einmal links, einmal rechts, in der Mitte rechts, zack. Seid ihr auch Brillenträger? Schreibt's mal rein. Ihr wisst, er hat letztens noch so eine verkratzte Brille gehabt, richtig vergorgelt und die ist gar nicht so alt und schon Ausschuss. Also, wer ist der Optiker, wenn ich den erwisch? Wo hast du die her? Die habe ich aus dem Internet. Ah, Internetbrille. Hä, aus China oder was? 1 Euro? Dann ist klar. So, wir sind jetzt eigentlich auf unserer Insel angekommen, wo wir hinwollten. Ne? Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Nicht weil der da ist, sondern wir sind jetzt hier runtergelaufen und hier liegt einfach übelst der Holz. Der Holz, weil nämlich hier drüben, um das mal zu zeigen, letztens war das hier alles schön zusammengebaut. Ihr habt so eine richtige Holzhütte hier gehabt, das war alles aufeinander gelegt, gestapelt, richtig ringsherum, das war richtig dicht. Das sah aus wie eine Holzhütte, da drin sind noch ein paar Steine. Blair Witch Project mäßig. Jetzt kommst du hierher, das ist alles voll offen und nackt und das ganze Holz liegt einfach hier auf einem Stapel. Keine Ahnung, was da los ist. Da liegt noch ein Baumstamm, da kannst du dich ja draufhängen. So, ich hab's mir ein bisschen gemütlich gemacht hier, während die anderen sich über Penisse unterhalten. Sitze ich gemütlich da und Füße im Wasser, Kamera abgestellt am Baumstumpf. Euch habe ich hier abgestellt. Ihr steht hier oben auf diesem Stück Baum. Das sind die Füße im Wasser. Das sind andere Füße. Das ist ein Deo. Das ist ein Deo. Und damit werde ich Ramses jetzt einsprühen. Ja, aber bitte nicht so viel, weil das ist irgendwie räudig. Wisst ihr noch bei Tag 1 im Wald mit der Motorradwanderung, also im Wald der Wanderung, wo das Motorrad vorbeikam. Und irgendwann habe ich einfach nur noch in der Wiese gelegen und es war sehr gemütlich. Ich habe gezeigt, der Himmel über mir. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Ne? Ich habe jetzt gerade, weil die sich hier so hingepflanzt haben, Natururin hat seine Isomatte geholt. Ich muss so reden, weil jetzt mein Hals zusammengedrückt ist. Der hat seine Isomatte geholt und hat sich da drauf gesetzt. Fladdy sitzt auf Natururins Stuhl. Und da habe ich mir auch meine Isomatte geholt. Und hier ist ja diese Kuhle. Die Kuhle, die ist so
Die ist voll cool, ne? Ja, die Kuhle, die geht einfach von hier oben so irgendwie so rein. Und da habe ich jetzt einfach meine Isomatte hingelegt. Es kommt ja im Prinzip wirklich auf dieses Kopfteil an. Dass das Kopfteil hier halt so liegt. Und das halt wirklich hier wie so ein Liegestuhl halt ist. Dass man sich da drauflegen kann. Das gefällt mir. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Der Naturin hat es mir gleich getan, hat seine Isomatte ausgepackt und hat sich einfach hierher gelegt. Jetzt liegt er wie so ein Model hier neben mir und der Ramses ist jetzt auch nackt und der, guck mal, da stehen zwei Beine ohne Oberkörper. Hä? Alter, das sieht ja heftig aus, wie ein Alien. So, noch ein bisschen homoerotisch würgen, ne? Einfach mal die Kehrseite der Medaille. Da liegt immer noch der Natururin, der Flatti sitzt immer noch da. Gepaust. Sieht immer noch aus, als hätte er eine schwarze Windel an. So, oh, auf jeden Scheiße, mein Bier ist leer. Ach so, das Bier ist leer. Ich muss neu machen. Und guck mal da. Das gefällt mir nicht. Rücken gesehen, ne? Mit komisches Bild drauf. Ich habe zum Glück noch Bier hier. Obwohl ich sagen muss, wenn man so rumliegt, das ist übelst räudig, weil das sticht dir alles in die Rippen komplett. Entweder hat er keine Rippen, hat die sich rausnehmen lassen für gewisse Zwecke, obwohl es ja gar nicht geht, hat der Geitsch gesagt. Aber ja, mein Bier ist auch gleich leer. Vielleicht bringt er ja eins mit, ne? Glaube ich nicht dran. So kollegial sind wir jetzt nun auch nicht. Spaß. Guck, er kommt alleine zurück. Ich hab's doch gewusst, die Sau. Jetzt muss ich extra nochmal los. Prost! Prost! So, Naturin ist am Urinieren. Flatti ist am Leberkäs-Semmel-Song musizieren. Leberkäs-Semmel in der Flur. Der hat noch Bier. Da ist die Kamera. Mein Bier ist leer. Und ich habe mir jetzt mal die Minibar hier aufgebaut. Moment! Wolf! Da haben wir nämlich jetzt hier noch die Biers, die ich dabei habe. Die Jägerkude, ne? Die wir eigentlich mal abends zum Geburtstag feiern und anstoßen und so. Wir haben immer noch die Steaks, wir haben hier die Grill, die räudigen über die richtig schmierigen jetzt mittlerweile. Und den Reifen. Das ist doch herrlich. Weil die ja nichts essen wollen, muss man jetzt anfangen, ein Bier zu trinken. So irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo überhaupt meine zwei Brötchen sind. Die haben sie bestimmt geklaut. Die Schweine. Seht ihr das? Damit habe ich so reingestochen. Und jetzt reiße ich auf. So, Naturin war schon die ganze Zeit am bisschen, ein bisschen Otto geworden da unten auf seiner Liege, deswegen habe ich gesagt, wir schüren das Teil jetzt einfach an, komme was wolle. Er hat das jetzt auch angeschürt, habt ihr bei ihm gesehen. Ihr seht jetzt hier, wir haben schon einen dicken, fetten Autoreifen gefunden. Eigentlich stellt man das auf den Boden, man hat da so eine Vorrichtung. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt... Ach, hier. Das sieht voll cool aus, ich mag das. Normalerweise habt ihr hier so eine Vorrichtung wahrscheinlich, die ihr hinstellt, den dann da drauf stellt, dass das so weit vom Boden entfernt ist. Wir haben jetzt einfach hier diesen Autoreifen genommen. Also wird jetzt angeschürt. Nach 20 Minuten können wir dann draufpacken. Wir haben schon mal hier die Baguettes aufgerissen. Der Salat ist auf. Die Schaschliks sind auf. Das Fleisch ist auf. So, heftige Musik ist am Start, wie man hört. Copyright Strike. Grill ist am Start, wie man hört. Der Jägermeister ist am Start. Die Brötchen sind auch aufgeschnitten. Danke an Silent Outside Bob. Also Silent Outside Bob hat Naturin ein Messer geschenkt, was vorne so gebogen ist. Und das hat er mir gerade geliehen, damit ich die Brötchen aufschneiden kann. Ging auf jeden Fall richtig gut. Wie ihr seht, ist da auch die Vorhaut vom Schlafsack, denn der Schlafsack ist jetzt auch hier ausgebreitet auf dieser Matte, weil Naturin seinen Schlafsack auch ausgebreitet hat. Das heißt, wir kommen uns heute noch ein bisschen näher. Das Lustige ist, wenn ihr hier drauf sitzt, es ist wie eine Rutsche. Du liegst hier auf dem Sack und hui, du rutschst automatisch einfach nach unten, weil der einfach so glatt ist. Und jetzt freue ich mich gleich auf die Steaks. Was mir jetzt gerade auffällt, normalerweise zieht ihr ja oben die Folie ab. Also macht die Folie ab, macht den Deckel runter. Und diese Pappschale, die muss eigentlich auch weg.
Und das muss in der Luft hängen. Wir haben das einfach mit der Pappschale jetzt hier drauf. Und das Erste, was passiert ist, die Pappschale brennt an und schmort durch. Das kann ja was werden. Was für eins brauchst du denn? Ärgerlich. So, Naturin hat ein Steak gegessen, Flatti hat ein Steak gegessen. Das dritte Steak liegt jetzt noch beim Naturin, das können die sicher noch teilen oder so. Ramses hat sich jetzt auch mal eins draufgepackt, aufs Brötchen natürlich. Und dann hat das genau hingepasst. Da, wo das Steak lag, passen jetzt genau wieder drei Spieße hin, also drei Schaschlik. Sieht auf jeden Fall voll genial aus. Ich hoffe mal, das ist durch. Weiß ich nicht genau. Lifehack. Zack. Und ein Schaschlikspieß im Brötchen. Komplett. So, wir haben uns jetzt noch einen Schaschlikspieß fürs Brötchen geholt und wollten den ganz mal gerne mal probieren. Der Turin, dem ist das zweite Steak nicht so gut bekommen. Das hat jetzt den Boden geküsst, sag mal. Und wir probieren jetzt den Schaschlik. Die anderen sehen gar nicht mal so gut aus. Ich habe mir den besten rausgesucht. Bin ja auch am Grill, das sehe ich, ja. Mal gucken, ob das durch ist. Ist okay, kann man mal machen. Eigentlich freue ich mich auf die Baguettes nachher, falls die noch was werden, aber irgendwie glaube ich nicht so. So, ist schon ein bisschen dunkel geworden, aber das ist, warte mal, das ist der nächste Schaschlik-Spieß. Jetzt aber richtig durch. Dazwischen seht ihr ein Stück Kartoffelsalat und ein heftiges Kräuterbaguette. Das Knoblauchbaguette ist runtergefallen. Aber ja, das war so weich, dass es in der Mitte zerteilt ist, runtergefallen. Waren Flatty seins. Aber ich habe es extra noch mal sauber gemacht, ja? Bin ja nicht so. Jetzt haben wir hier noch einen Schaschlik-Spieß und ein Kräuterbaguette. Und da hinten, das was so dampft, das ist jetzt der Grill. Oh mein Gott. Denn Scheißendreck. Wir haben gedacht, wir können ja vielleicht, wenn wir eh hier ein bisschen Lagerfeuer machen, vielleicht können wir noch die Wickkühler-Papp-Packungen mit verbrennen. Wir können noch die Verpackung verbrennen, wir können noch den Deckel alles mit weg hinpacken und jetzt seht ihr auch den Flatty im Feuer. Guckt mal, wie schön der Flatty im Feuer sitzt. Jetzt könnten wir noch Marshmallows grillen und alles andere, also das ist doch richtig heftig. Hier seht ihr nochmal den komischen Kauz, der gerade frisst. Und ansonsten, guckt euch das an, was ein herrliches Wetter. Bin ich denn hier schon wieder? Der Naturin hat Brennholz aufgelegt, ja. Das lag eh schon da vorne rum. Das war ein Zeichen. Wir haben das jetzt mal in den Reifen, in den brennenden Reifen reingepusht und jetzt sieht das so aus. Und Flatty wirft noch seinen Teller drauf. Wie in guten alten Zeiten. Guck mal, das sind die Cola-Flasche. Das sind noch mehr Teller, die können wir. Boah, guck mal. Und die Bäume oben drüber freuen sich auch. So. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Wir haben sogar die ganzen Verpackungen verbrannt, damit das schön irgendwelche giftigen Dämpfe erzeugt. Aber guck mal, wie das aussieht. Das
es brennt. So. Das Lustige ist, meine Mutter war gerade da. Wir sind ja im Prinzip in Hessberg, ne? Da komme ich ja eigentlich her, da wohne ich ja normalerweise. Da ist mein Elternhaus und meine Mutter war gerade da, weil ich ja gesagt habe, ja, wir sind in der Werra, wir grillen da noch ein bisschen. Ich habe jetzt einfach den Rest vom Naturin seinem Essen mitgegeben. Der hat nämlich noch einen Teller da gehabt mit einem Baguette drauf, mit Kartoffelsalat drauf und mit einem, nee, mit zwei Spießen, also so Schaschlik-Spieße. Aber guckt euch das an. Der schläft eh schon wieder, das heißt, der hat das jetzt eh nicht mehr gegessen. Morgen ist ein neuer Tag. Ich habe jetzt hinter mir diese Reifen. Also das, wo das Lagerfeuer drin war, der Reifen, hat außenrum schon angefangen zu brennen. Deswegen habe ich den jetzt mit Bier noch abgelöscht. Jetzt ist es natürlich stockduster. Es ist 22.51 Uhr. Flatti liegt irgendwo da oben in der Wiese, den sieht man gar nicht. Hier habe ich jetzt noch mein anderes Handy. Ich werde jetzt noch Geschenke machen in Pokémon Go. Hier habe ich meine Nachtlampe hingestellt. Die ist ja immer dabei, am Start. Was ich nicht wusste, ich habe dieses komische Ungekissen dabei. Das habe ich gestern den ganzen Tag gesucht. Habe ich im Rucksack gehabt, habe ich gar nicht benutzt. Habe es heute dabei, werde es aber heute auch irgendwie nicht benutzen. Weil ich werde versuchen, dann in den Schlafsack hier reinzukriechen. So ein bisschen hochgesessen zu schlafen. Der Pullover wird mein Kopfkissen sein. Und die Jacke werde ich dann anziehen für oben rum, damit ich den Schlafsack diesmal ein bisschen auflassen kann, dass ich mehr Bewegungsfreiheit habe, damit oben die Jacke mich schützt, die Beine, die kurze Hose und so im Schlafsack sind und der Schnarcher direkt neben mir liegt. Obwohl der ist ja hier, der liegt einfach so da. Der sagt, er ist immer in Bauchlage. Sein Schlafsack liegt jetzt hier unten. Einfach komplett nicht, gar nicht drin. Mal gucken, wie das aussieht, ob er sich da irgendwie dann, vielleicht wird er irgendwann mal wach, keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch Geschenke machen. Das Handy ist an, das Gotcha ist am Start. Werde ich nur fix hier Geschenke verpacken und dann würde ich sagen, war es das vom Tag 2. Und wir sehen uns morgen am Tag 3. Morgen bestimmt wieder mit einem Döner. Denn morgen ist Freitag, Restaurant Hibu Haus hat auf. Wenn wir in Hibu angekommen sind, werde ich die zweimal dahin lotsen, dass sie mal den Döner von dort probieren und dann sagen, ob der geschmeckt hat. Weil sie haben jetzt schon Abo und sie haben Mac-Döner probiert. Wenn sie Restaurant Hibu Haus auch noch probieren, am Freitag, am Dönertag bei denen für 3 Euro, das ist Weltklasse, ne? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.